Der Neujahrsempfang 2020 hat für den Kindberger Bürgermeister Christian Sander eine ganz besondere Bedeutung. Er konnte nicht nur viele Ehrengäste begrüßen, sondern über die Stadt Kindberg. Und darüber hinaus gibt es ja viel Positives zu berichten. Sinfonietta Kindberg unter der Leitung von Klaus Steinberger gestaltete den musikalischen Auftakt. Nach der Begrüßung der Ehrengäste hat Bürgermeister Sander das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Der Neujahrsempfang ist in Kindberg immer etwas Besonderes für die Wirtschaft, für die Vereine. Wir haben 106 Vereine und Gott sei Dank sehr, sehr viele Betriebe für Institutionen, wo über die Gemeinde eingeladen wird und viele kommen. Es sind an die 300 Persönlichkeiten, die heute hier sind. Und wir sind sehr stolz, dass die alle zusammenarbeiten für unsere einfach lebenswerte Stadt Kindberg. Gott sei Dank ist es so, dass wir Firmenzuwachs verzeichnen können in Kindberg. Wir können auch Wohnungszuwachs und Geburtenzuwachs verzeichnen. Und das macht den Bürgermeister natürlich schon besonders stolz, wenn man das berichten kann. Und auch, wenn man in die Zukunft blickt, in Richtung Klima, wenn man schaut, wir haben Wasserkraft, wir haben eine Wasserschnecke, wir haben Photovoltaikanlagen und jetzt sind wir dann kurz davor, auch Windkrafträder mitzuerrichten mit einer GmbH, wo wir uns mit 10% beteiligen und sozusagen dann auch Windkraft in eigenen Händen haben, also in Richtung Energie autark. Geht Kindberg einen großen Schritt im heurigen Jahr weiter und da freue ich mich ganz besonders. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Ortsdurchfahrt neu und die komplette Innenstadt erneuert wurde und dass dieser Umbau abgeschlossen wurde. Es war ja dort 2 Jahre Baustelle und es war nicht sehr einfach. Jetzt redet keiner mehr drüber, jetzt sind alle froh, dass es so ist, wie es ist. Und wir haben ja schlussendlich unseren Stadtumbau dann auch noch mit einem fulminanten Sieg beim Blumenschmuckwettbewerb des Landes Steiermark mit 5 Floras abschließen können. Es ist unglaublich viel weitergegangen in Kindberg. Da merkt man, da ist ein bisschen Zunt dahinter oder sehr viel Zunt dahinter. Und das macht Lebensqualität aus und das sieht man ja auch, wie beliebt dieser Empfang da heute ist. Ich habe sowohl als Landesrat als auch als Verkehrsminister mithelfen dürfen ein bisschen. Und das ist schon gut, wenn dann auch was überbleibt von dieser Zeit. Und in Kindberg sieht man halt sehr viel. Also die Nachbarstadtgemeinde Kindberg ist natürlich toll, spitze. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel investiert und ich glaube, dass da die Fusionierung sehr gut über die Bühne gegangen ist. Es ist schön, dass 2 Bürgermeister so gut zusammenarbeiten, St. Barbara und Kindberg. Wir halten immer zusammen und schauen jetzt auch, dass wir im Bussystem gemeinsam was umsetzen, um einfach das mittlere Mürztal noch mehr zu stärken. Auch Ehrungen standen auf dem Programm. Ehrenzeichen der Stadt Kindberg für besondere Verdienste wurden Peter Deschmann, Hubert Matthä und Werner Schöffmann überreicht. Den Ehrenring der Stadt Kindberg erhielt Heinz Jander. Mit einem ihm sehr am Herzen liegenden Spruch beendet Bürgermeister Sander den offiziellen Teil. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für Kindberg wünschst. Danke. . 2020 ist für die Rosseckertsbruck ein ganz besonderes Jahr. 100 Jahre Trachtenverein Rossecker gilt es zu feiern und den Beginn dieses traditionellen Balls im Hotel Böhlerstern wie immer der Bieranstich.
Bürgermeister Kratzer, Bürgermeister Koch, Stadtrat Lindner und Thomas Lang hatten alle Hände voll zu tun, den Gerstensaft aus dem Fass zu bekommen. Letztendlich konnte aber die Ballprominenz auf das Gelingen des 69. Ball der Steirer anstoßen. Aus gegebenen Anlass hat man eine extravagante Polonaise einstudiert, die gemeinsam mit der Blaskapelle Prostani für viele Überraschungen sorgte. Wir feiern 100 Jahre Rossecker und das ist auch das Motto dieses Balls, der 59. Ball der Steirer. Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Wir feiern 100 Jahre heuer unser Vereinsjubiläum und nächstes Jahr den 60. Ball der Steirer und es ist der Auftakt für eine Serie 100 Stunden Volkskultur in Bruck an der Mur. Wir haben heuer erstmals die Blusenknäpfe sogar aus Salzburg bei uns zu Gast, die Freigartenblos aus Graz, es sind die Krakauer Schurplattler aus dem Bezirk Murau sogar zu Gast bei uns am Ball der Steirer. Wir versuchen einfach das Beste der steirischen Volkskultur nach Bruck an der Mur bzw. nach Kapfenberg da ins Hotel Böhlerstern zu bringen. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut und der Besuch gibt uns recht. Es sind immer sehr viele Gäste und wir sind sehr, sehr froh, dass uns die Leute so die Treue halten. Es ist ja eine tolle Stimmung, es ist immer gut besucht und ich glaube, man kann keinen besseren Ball veranstalten. Es ist einer der besten Brauchtumsspieler, den es überhaupt gibt. Man muss natürlich gratulieren, die Rossecker mit 100 Jahren, nächstes Jahr 60 Jahre ununterbrochen Ball. Also eine Feier jagt die andere und da kann man nur gratulieren dazu. Ja, wir haben sehr viele Traditionsveranstaltungen. Jetzt nach dem Ball geht es dann weiter mit dem Fasching. Wir feiern ein großes Osterfeuer am Brucker Bischberg zu Ostern. Es geht dann weiter mit unserer Jubiläumsjahreshauptversammlung. Und das absolute Highlight wird im Herbst werden, 11. bis 13. September, 100 Jahre Rossecker in Bruck an der Mur am Hauptplatz, wo die Draufgänger, die Edelseher, Sascha Außenig und seine Obergreiner aufspielen werden. Also da ist ein Megaprogramm geplant für jede Musikrichtung und für jeden Geschmack etwas dabei. Für mich der erste, die richtige offizielle Vertretung für den Herrn Landeshauptmann und ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, wenn Sie mich auf die Stadt ansprechen, dann ist mein Ziel, moderne und innovative Politik zu machen. Heute sind wir aber da jetzt gerade beim Ball der Steirer, wo ich gleichzeitig den Rossekern zum 100-jährigen Jubiläum gratulieren möchte und wir werden heute noch gescheit darauf anstoßen.